Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, vielen Dank für den Hinweis. Wenn wir alle Berliner Eltern und Kinder ohne jemanden zurücklassen wollen, das ist ja mein erklärtes Ziel der Koalition, für die Kindertagesbetreuung gewinnen wollen, geht es nur, darf ich Sie einen kleinen Moment schon mal unterbrechen? Meine Damen und Herren, da hinten ist eine Grüppchenbildung. Wenn Sie etwas zu besprechen haben, gehen Sie doch raus, bitte. So, Frau Kollegin Müller, bitte sehr. Also, wenn wir alle Eltern für die Kindertagesbetreuung gewinnen wollen, geht das nur, indem einerseits der Zugang zur Kita erleichtert und andererseits die Qualität der pädagogischen Arbeit überzeugend weiterentwickelt wird. Nur so und natürlich nicht durch Zwang und Druck. Und wir haben mit den vorliegenden Anträgen zwei Vorschläge entwickelt, die wir gerne mit Ihnen diskutieren wollen. Einmal einen Schritt hin zur Sprachförderung entsprechend dem tatsächlichen individuellen Bedarf. Und zum Zweiten den Abbau der Zugangshürde Bedarfsprüfung für die Ganztagsbetreuung, ein nervtötendes bürokratisches Monster, an dem gerade jene scheitern, die wir am dringendsten gewinnen wollen. Es ist ein erklärtes Ziel, in dieser Stadt allen Kindern vom ersten Lebensjahr an den ungehinderten Zugang zu früher Förderung und Bildung zu ermöglichen. Das muss auch im Ganztag möglich sein, wenn Eltern das wollen und wenn Kinder das brauchen. Denn ob Eltern arbeiten oder nicht, sagt nichts darüber aus, welchen Förderumfang ein Kind benötigt. Im Koalitionsvertrag von SPD und CDU ist ja der Wegfall der Bedarfsprüfung für ab Dreijährige schon angekündigt. Gut so, machen Sie doch gleich Nägel mit Köpfen, die sollte ab dem ersten Lebensjahr gelten. Ein weiterer Aspekt ist bei der letzten Untersuchung zur Optimierung der Geschäftsprozesse in der Berliner Verwaltung aufgetaucht. Dort wurde der Bereich Kita-Gutscheinstelle im Jugendamt als besonders ineffizient ausgemacht. Die Mitarbeitenden sind vielfach überlastet. Eine durchschnittliche Aktenbearbeitungsdauer von 6 Stunden pro Fall lässt kaum Spielraum für die eigentliche wichtige Aufgabe Unterstützung und Beratung der Eltern. Bei Wegfall der Bedarfsprüfung würden wertvolle Ressourcen für andere Aufgaben frei, zumal der Bedarf ohnehin regelhaft positiv beschieden wird. Wir brauchen die Bedarfsprüfung nicht. Wir gehen auch nicht davon aus, dass sich die Inanspruchnahme der Kita-Betreuung durch den Wegfall der Bedarfsprüfung signifikant ändern würde. Die Quoten sind bereits jetzt sehr gut. Es würde lediglich eine Verwaltungshürde fallen. Für die Sprachförderung wollen wir den Wegfall und im ersten Schritt eine Absenkung der 40-Prozent-Quote. Die derzeitige Regelung, Kitas zusätzliche Personalstellen zur Verfügung zu stellen, wenn sie mindestens einen Anteil von 40% Kinder mit nichtdeutscher Herkunft nachweisen, geht, wie sich gezeigt hat, völlig an der Realität vorbei. Erstens ist die nichtdeutsche Herkunft, kurz NDH genannt, ein unsägliches Stigma, nicht mehr zeitgemäß und kein Beleg dafür, dass zusätzlich Förderbedarf besteht. Zweitens funktioniert die Quotenregelung nicht, weil Kitas, die die Hürde nicht erreichen und zum Beispiel nur 35% sogenannte NDH-Kinder betreuen, leer ausgehen. Das führt laut Bericht des Senats vom Januar diesen Jahres dazu, dass aktuell 12.000 Kinder nicht berücksichtigt werden. Und drittens ist längst erwiesen, dass besonderer Sprachförderbedarf vor allem und zunehmend bei Kindern besteht, die aus armen Familien und aus Familien mit komplexen sozialen Problemlagen kommen, egal welcher sprachlicher Herkunft. Der Einsatz von zusätzlicher Sprachförderung muss künftig nach individuellem Bedarf erfolgen. Hier brauchen wir ein neues Konzept, das will dieser Antrag. Es braucht natürlich auch mehr Personal. Allein für die Förderung der derzeit ignorierten 12.000 Kinder erfordert das ein Mehr von 200 Erzieherinnen. Wir wissen alle, dass es ein großes Problem ist in dieser Stadt. Auch das werden wir wie immer sicherlich konstruktiv im Ausschuss diskutieren. Und ich bitte, bezogen auf diese beiden Anträge, gerade auch mal unsere Haushälterin an dieser Stelle nachhaltig zu denken und nicht in Legislaturperioden. Kinder brauchen dann Sprachförderung, wenn sie in der entsprechenden kognitiven und sozioemotionalen Entwicklungsphase sind. Was hier verpasst wird, ist später nicht mehr aufzuholen. Und noch eine Bemerkung in Richtung der Finanzexperten, die ich hier einfach mal loswerden muss, weil endlich die Resultate der Gesamtevaluation der familienbezogenen Leistungen des Bundes vorliegen, die ja eigentlich für vor der Bundestagswahl angekündigt waren. Siehe da, beim systematischen Vergleich sticht die geförderte Kindertagesbetreuung besonders positiv hervor. Sie ist die einzige Maßnahme, die sich positiv auf alle analysierten Ziele auswirkt. Hier solle mehr investiert werden. Und es handelt sich hier um Analysen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, des IFA-Instituts, des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung,
allesamt weit entfernt von sozialpädagogischen Ambitionen, sondern mit festem Blick auf die jährlich vom Bund weitgehend ineffizient eingesetzten 200 Milliarden Euro für familienbezogene Leistungen, von denen weniger als 10% in die wirkungsvollste Maßnahme, nämlich in die Kindertagesbetreuung, fließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist verrückt. Bitte lassen Sie uns das hier im Land Berlin anders machen.